An meiner Seite muss man wahnsinnig loyal und geduldig sein. Das ist ja so. Und dann hatte ich auch höher Glück. Wir sind eben so Ortschaften, wirklich, vor allem auf dem Land, wo du einfach sonst nicht hinkommst. Im Muttertal war ich, da musste ich so Wetter schmecken. Ich war zu Einsiedeln, das habe ich mega schön gefunden. Ja. Hier ist so schön. Ah, hier ist euch so schön. Ah, wie schön ist denn hier? So, wow, okay, es ist irgendwie überall schön. Die Schweiz ist voll mein Zuhause. Ich bin hier gerne daheim. Ich finde, wir sind ein unglaublich privilegiertes Land. Wir leben hier im puren Luxus. Und ich habe fast schon sehr demütig, dass ich finde, so, man hat einfach Glück, dass wir hier in diesem Land dafür wachsen. Gerade durch meinen Job ist natürlich der Gedanke, von wegen in Deutschland wohnen, ist ja da gewesen. Das hat mich nie gereizt. Wirklich nie. Ich kann dir nicht mal so richtig erklären, warum. Weil ich wirklich finde, hey, wir haben es so schön in der Schweiz. Warum sollte ich auf Deutschland sein? Es ist wie so, keine Ahnung, was meine Freunde noch vorhat, was wir noch vorhaben. Ich kann mir schon vorstellen, auch noch etwas anderes zu leben. Aber der ist wirklich im Zusammenhang mit Menschen. So. Und nicht von mir aus unserem Job. Das brauche ich nicht. Er arbeitet nicht in diesem Business. Und er will das einfach nicht. Ja. Und ehrlich gesagt ist das ein mega Kompliment. Ehrlich gesagt bin ich froh, weil er sagt mir mit dem ja, du längst mir. Ich muss nicht nur deinen Job auch noch haben. Ich will einfach eine Beziehung mit dir führen. Mhm. Und das finde ich ganz schön eigentlich. Viel Therapie. Ja, ich habe in meinem Leben so viel Therapie gemacht. Ich glaube, es ist einfach wie nicht immer die Schuld aussen suchen. Klar kommt von aussen viel Druck und klar kommen viele Meinungen von aussen. Schlussendlich aber geht es darum, wie ich damit umgehen kann. Und ich glaube, ich mache wahnsinnig viel. Also früher war es mehr Psychotherapie, mittlerweile ist es mehr Akupunktur, Energiearbeit, meditieren, einfach mit mir selber im Reinen sein. Und wie die Akzeptanz dafür, dass mich nicht jeder gerne haben kann und dass mich nicht jeder gut findet und dass das auch okay ist. Gerade die Psychotherapie-Thematik und die Offenheit habe ich eigentlich keinen schlechten Kommentar bekommen. Also doch, meine Eltern haben einen Brief bekommen. Da bin ich mega sauer, weil auf dem Brief war kein Absender. Und das hat mich wirklich verrückt gemacht. Ich bin 32-jährig und jemand in der Schweiz schreibt meinen Eltern einen Brief, dass sie Rabeneltern sind, weil ich ja mit 17 mich selber in die Psychiatrie einweisen musste. Und das macht mich verrückt, weil ich finde, meine Eltern haben das so krass unterstützt. Ja. Mein Papa ist jeden Tag mich besuchen und mit mir jassen. Ich arbeite in einem Business, meine Eltern nicht. Ja. Und wenn so ein Brief kommt, gell, dann hat meine Mama das schon Tränen in und findet so, oh Mann, das habe ich falsch gemacht. Dann hat die Nummer da und der Name, weil der liegt dich da an. Ich bin jetzt in einer Phase in meinem Leben, in der ich unbedingt arbeiten will. Das heisst, klar denke ich an Kinder, an Familienplanung und alles, aber ich merke, wie das jetzt gerade noch nicht Platz hat, weil ich unbedingt noch arbeiten will. Und das merke ich so. Und das fühlt sich ganz gut an, weißt, das zu wissen.